Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario 64 DS. Oh mein Gott. Ich bin heute sehr gut gelaunt, auch wenn das Wetter wieder mal ganz anders ist. Also ich bin gerade wieder draußen gewesen. Einmal im Jahr gehe ich ja teilweise raus, ne, natürlich. Ein Stern im Untergrund. Wir gehen einfach mal zur Metal Cap, oder? Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, was mit dem Stern gemeint ist. Und die Metal Cap, ja gut, da brauchen wir gar nicht die Kappe von Wario für. Wir können da einfach mit Mario selbst hin. Das ist recht gut. Ein Stern im Untergrund. Achso, genau, das habe ich ja im letzten Part gesehen. Es hat jetzt sowieso wieder eine neue Session begonnen. Deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen plemplem. Ein bisschen durcheinander. Soll aber nicht so das Problem sein. Ach ja. Ja, aber es ist halt echt komplett dunkel draußen gewesen. Ich bin rausgegangen und hatte Angst, vom Blitz erschlagen zu werden. Das ist allgemein so eine Sache. Ich bin, glaube ich, in letzter Zeit immer recht unsicher, wenn es um gewisse Sachen geht. Gut, ich habe eine Zwangsstörung, das kommt schon hinzu. Also das ist vielleicht Auslöser der ganzen Sache, dass ich dann immer wieder befürchte, ja gut, wenn ich jetzt hier das Licht anlasse, dann könnte die Lampe anfangen zu brennen oder irgendwie sowas. Katastrophen passieren und so weiter. 2012. Im Jahr 2018. Wie, warte, nee, warte. Ich wollte eigentlich jetzt da drüben hin. Dankeschön. Okay, dankeschön. Nessie, Plessie. Eigentlich nur Nessie. Ja, und unter anderem, ne, wenn es draußen regnet, dann erwarte ich schon. Also ich habe dann immer so die Befürchtung, dass ich vom allerersten Blitz erschlagen werde. Das ist so bescheuert. Ich meine. Nein, komm, ja, dankeschön. Ich meine, ganz ehrlich, vom Blitz erschlagen zu werden, ist ja schon ungewöhnlich, also sehr unwahrscheinlich. Aber vom allerersten Blitz erschlagen zu werden, ja? Da muss man schon echt Pech haben, oder? Klar, wenn ich dann sehen würde, es blitzt jetzt wirklich, dann würde ich natürlich... Ah, okay, hier war eigentlich ein Leben. Würde ich natürlich sofort auf die Idee kommen... Kann man hier durch? Oh, man kann hier durch. Den Regenschirm einfach zu schließen und mich irgendwo drunter zu stellen. Aber es hat ja halt wirklich geschüttet, ne? Sei dazu gesagt. So, hier war die Metal Cap. Die ist jetzt an der Stelle nicht dort. Ach, ich finde auch nicht, dass die Edelsteine so schön aussehen wie im Original. Das ist auch ein bisschen schade. So, hier oben ist ein sternfreies Haus. Alles, was man braucht, ist Mario und... Also Mario steht schon wirklich irgendwie im Boden. Warum werde ich rausgeschmissen? Das empfinde ich als Beschiss. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, vom Blitz erschlagen. Und soll mich doch der Blitz erfragen? Ist immer wieder sehr toll, sowas zu hören. Oder ein fliegender Eiswagen erschlagen. Und das passiert dann, ja. Vielleicht habe ich auch einfach als Kind zu viel SpongeBob geschaut. So nach dem Motto, all das, was du sagst, passiert auch wirklich. Also... die schlimmsten Sachen passieren. Es gibt ja jetzt auch eine Disney-Serie hier irgendwie, Milo Murphy's Law. Ja. Das wirft ja auch nochmal Kerosin ins Feuer, ne? Natürlich. Ach, wundervoll. Irgendwann, also diese ganzen Sendungen, ne? Ah, die bilden unsere Kinder zu Zwangsgestörten aus oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. SpongeBob. Ja, aber auch bei... Allein bei SpongeBob, ne? Hier die eine Folge, wo Thaddäus das Sagen hatte. Von wegen, hast du schon alles erledigt? Allein in der Folge ist es ja so, dass SpongeBob einfach einpennt und die große Krabbe brennt. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die mich beeinflusst hat in der Hinsicht. Es ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Natürlich ist es nicht gut. Die Zwangsstörung wird man wahrscheinlich auch sein Leben lang nicht los. Dessen muss ich mir bewusst sein. Ich hoffe trotzdem, dass es irgendwann weg sein wird. Es ist jetzt nicht so extrem schlimm, dass ich eine Viertelstunde irgendwie am Eingang stehe und versuche, die Tür zu schließen, weil
Hey, ich kann den Schlüssel keine dreimal umdrehen. Wisst ihr, also versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ich kann den Schlüssel dreimal umdrehen, aber danach bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich den Schlüssel dreimal umgedreht habe. Das klingt bescheuert, ist aber so. Ja. Und es wird halt immer schlimmer. Es wird schlimmer. Früher habe ich irgendwie nur dreimal nachgeprüft. Also so dreimal nachgezogen, so von wegen, hier, Dead End. Und mittlerweile 10-mal. Ja. Keine Ahnung. Also, Kinder, Zwangsstörungen sind jetzt, ach, keine Ahnung, die sind modern. Werden die Kinder hin ja auch ausgebildet. Ich weiß nicht. Aber was kann man denn erwarten vom deutschen Schulsystem? Ne, also... Das ist, ganz ehrlich, ich empfinde das deutsche Schulsystem jetzt nicht gerade für erfolgreich. Weil es halt so viele Sachen gibt. Ich weiß auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt wirklich ein bisschen sehr enttäuscht von dem Schulsystem hier. Unter anderem auch, ich meine, in vielerlei Hinsicht auch, also in vielerlei, ja, wie heißt es? Fächern, in vielerlei Fächern. Allein Kunst. Ich hatte 6 Jahre Kunst bei derselben Lehrerin. Und ich bin nie wirklich besser geworden. Ich habe nie dazugelernt, ja. Und dann, in der Oberstufe, hatte ich 2 Jahre Kunst und ich hab mich einfach deutlich verbessert. Ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, nicht, dass ich jetzt schon im Vorfeld scheiße war in diesen 6 Jahren, aber ich empfinde da, ich habe da nicht das Gefühl, dass es da irgendeine Lernkurve gab oder irgendwas, wo es Klick gemacht hat. So, oh, das ist ja mal was Neues oder so. Weil wir haben wirklich immer irgendwie Wasserfarben gemalt oder irgendwelche Collagen. Das sind die 2 Sachen, die wir hauptsächlich gemacht haben. Wasserfarben, Collagen. Oder ganz selten mal irgendwas mit einem Fineliner. Aber dann auch immer Muster malen, keine Ahnung. Boah, ich weiß noch, ein Bild, da mussten wir Augen aus Zeitschriften ausschneiden und sie dann auf ein Blatt Papier kleben. Auf eine, auf so einen Zeichenblock drauf. Oh, das war, das hat Ewigkeiten gedauert und sah auch nicht mal gut aus. Was soll die Scheiße? Ne? Das ist doch keine Kunst. Keine Kunst. Das ist überhaupt nichts. Das ist Zeitverschwendung. Das ist Beschäftigung der Kinder, einfach damit die überhaupt irgendwas machen. Ja, aber dann schön rumnörgeln, wenn da mal, Stern in der Kiste, in welcher Kiste? Achso, Wario, ja, gut. Trotzdem brauchen wir Wario dafür. Wer hätte es gedacht? So, und dann, ach, Kamera ist akzeptabel. Nee, also Kunst. Selbst bei Mathe ist es so ein bisschen, wo ich sage, sie hätten deutlich... Also, ich weiß nicht, es wirkt halt einfach nicht gut geplant. Kann ich mit Wario hier hochkommen? Ich hoffe, Wario kann soweit springen. Ich würde nämlich ganz gerne einmal... Ich weiß, wahrscheinlich renne ich jetzt los und fall runter. Oh, doch nicht, okay. Sehr schön. Der Fettwanz kommt an. Ja, vielleicht hätte ich einfach mit Yoshi starten sollen. Alter, die wieder zu Boden segelt und fast in den Poki fliegt. Einmal so. Dann schnell durch. Wir müssen da drüben zu dem Block, denn da ist der Schalter. Boah, alter, fetter Wario. Wario isn't great. Jetzt so die Frage, wo ist denn hier der Warp? Gab es nicht hier irgendwo einen Warp? War der nicht... Ich bin mir unsicher, wirklich. Es gab hier definitiv einen Warp. Wahrscheinlich in der N64-Version, aber nicht hier. Ah, doch, okay. Okay, damit sollte es deutlich leichter sein, folgenden Stern zu kriegen. So. Dann können wir den auch mit Wario kriegen. Alternativ halt mützelos werden und mit, ja, Mario oder mit der Kanone würde auch gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Wege führen nach Rom.
So, aber das ist ja... Das ist ganz nett. Der Stern in der Box. Ja, der Sternschalter in der Box, ne? Oder wie heißt der Stern? Über einen Stern in der Kiste. In der Kiste, nicht in der Box. Das ist ein Unterschied. In der Stadt, in der Gegend, ne? So, Pyramidenpuzzle. Das würde ich jetzt ganz gerne mit den 100 Münzen verbinden, wobei wir... Ich glaube, wir haben noch nicht den roten Münzstern, ne? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Hallo, flieg nicht so weit, ich drück zurück. Halto, Alter, nicht Halto. Klepto der Kondor. Halto der Kondor. Ach Gott. Okay, merke, mit der Jumping Box ist man sehr aufgeschmissen in der Version. Also man hat sehr wenig Möglichkeiten. Ist hier auch wieder eine rote Münze drin? Yes. Stirb. Ich würde gerne sagen, dass du sterben sollst. Sterben. Ach komm, wir kriegen sowieso nur einen Bruchteil von den Münzen, die hier rumflattern. Flattern vor allem. Ich glaube, man kann keinen Sprung auf die ausführen, ne? Auf die Pokis. In der Version. Ich werde es auf jeden Fall nicht versuchen. Weil, wenn ich das ausprobieren würde, wäre ich mit Sicherheit sehr aufgeschmissen. Vor allem, wo sind denn die roten, nicht die roten, sondern die Silbersterne? In der Pyramide. Sind die da an der Stelle, wo die Secrets sind? Im Original, oder? Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Ach, stimmt. Marios Mütze kann ja hier auch gestohlen werden. Naja. Nicht solange ich den Klepto aufhalte. Komm weg da. Vor allem, dass der... Ach, scheiß auf Klepto. Ganz ehrlich. Klepto ist ein Haufen Mist. Lass mich in Ruhe, Klepto. Niemand mag dich. Du bist vollkommen fehl am Platz. An Ort und Stelle. Wobei, ich glaube, die haben hier eine falsche Box hingestellt. Wenn jetzt hier hinter keine Jumping Box ist. Okay, hier ist eine Jumping Box. Nee, ich kann nicht gegenlenken. Ich kann zwar die Richtung ändern. Also quasi den Winkel, den Absprungwinkel. Aber ich kann nicht die Richtung verändern, in der ich... Also ich kann mich nicht nach hinten beugen, quasi. Hallo, Pocky. Oh, das war ein guter Treffer, Pocky. Der besteht aber aus Sprites, ne? Sehe ich gerade. Also... Danach sieht's aus. Vorsichtig. So, Goomba. Meine Nase. Ach, keine Ahnung. Bleib mal da, wo du bist. Sind hier Münzen drinne? Hier ist auch ein Leben drinne, wie im Original. Hier sind nämlich noch 5 Münzen und die hätte ich gerne. So, der Fly Guy kommt. Fly Guy is coming. Und das war's. Na, wundervoll. Ich werde mal wieder 61 Münzen sammeln und werde das zusammenschneiden, oder? Ja, ich denke mal, das wird ganz gut sein. So, Leute. Hier bin ich wieder an Ort und Stelle. Und wir haben fast 61 Münzen. So wie vorhin. Wir könnten jetzt natürlich den Goomba töten und dann die Münze kriegen. Ist mir jetzt aber wurscht. Ich will einfach nur noch rein. Ich hoffe, ich habe Vorheriges rausgeschnitten. Also all das, was man gerade gehört hat. Also nicht gehört hat. Hören sollte, was ich aufgenommen habe. Ich glaube, hier hat man auch eine blaue Münze mehr versteckt. Das ist ja Betrug. Deswegen bleibe ich erstmal stehen und lasse die einfach liegen. So, irgendwo hier in der Pyramide sollten eigentlich Silbersterne sein. Oh, da sind sie ja schon. Und sie scheinen an denselben Orten versteckt zu sein, wie die Geheimnisse im Original. Ich glaube, das hat man einfach nur ein bisschen verdeutlicht. Weil das ein doch schwer zu findender Stern ist. Das Pyramidenpuzzle. Löse das Pyramidenpuzzle. Boah, nee, wenn du jetzt runterfällst, ne, und stirbst, dann breche ich dir die Nase, Mario, das weißt du. Deine dicke, fette Kartoffelnase. Ach, füg durch. Ich hab irgendwie... Ich weiß nicht, es ist...
Ich bin sehr aggressiv heute, das kann ich schon mal sagen. Und ich fühle mich missverstanden vom Spiel. Ja. Vor allem, wenn ich dann durch ein Herz renne und das dann nicht zählt. Weil ich wahrscheinlich gar nicht durchgerannt bin, weißt du? Aber ich schiebe jetzt einfach mal dem Spiel die ganze Schuld in die Schuhe. Yippie, 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 yippie. Sogar in der Luft. Halt die Schnauze. So. Aber trotzdem fehlen zwei Silbersterne und ich erwarte die jetzt wirklich hier oben. Ey, das ist echt... Das ist echt, die Mission. Wobei ein Geheimnis im Original halt echt schwer zu finden war. Ich meine, gut, hierauf könnte man noch kommen. Machen wir uns nichts vor. Erstmal hier den Stern holen, den 100-Münzstern. So. Gut, hier oben war zwar kein Geheimnis, aber dafür auf der Stufe drunter, da wo man auch den Silberstern sieht. So. Ah, okay, die sind doch genau an denselben Stellen. Also fast genau an denselben Stellen. Nur jetzt halt noch eine tiefer. Vorher waren das so Geheimnisse, wo man die Münzen sammeln musste. Beziehungsweise nicht die Münzen, sondern solche Checkpoints. Die halt einfach nicht sichtbar sind. Das sind unsichtbare Objekte, die Mario quasi berühren muss, damit sie ausgelöst werden. Und sie sind halt immer in Münzen platziert worden, damit man so Anhaltspunkte dafür hat, wo sie sind. Naja, aber es sind nicht die Münzen selber. Das sei dazu gesagt. Die Münzen sind nicht das Geheimnis. Genauso wenig wie Blöcke. Sind auch nie das Geheimnis. So. Also jedenfalls im Original. Ich weiß nicht, wie das in der Version ist. In der Perversion. So, ich sag das sehr oft. War das die Wubiwaba-Wüste? Noch nicht. Eine Sache fehlt. Das sind jetzt die roten Münzen und die dürften nicht allzu lange dauern. Und dann haben wir den Untergrund geschafft. Also so gesehen die zweite Oberwelt. Warum dreht sich die Kamera? Ich will die so haben, dass ich da einfach hinkommen kann. Es dauert ewig. Naja. Für die roten Münzen brauchen wir hier auf jeden Fall die Wing Cap, beziehungsweise Marios Fähigkeit. Das macht einige Sachen leichter. Nur die Frage ist, erreichen wir alles, so wie ich es will? Was mich auch interessieren würde, dauert die Wing Cap hier auch eine Minute? Wie im Original? Also genau eine Minute? Gut, in der PAL-Version ein bisschen länger wegen mehr Frames und so weiter. So, da. Dann ist da drüben noch eine in der Kiste, dann haben wir da noch eine. Und eine habe ich jetzt komplett übersehen, oder? Nein, in die andere Richtung. Schon in die andere Richtung? Nee, habe ich nicht. Okay. Denn ich würde ganz gerne den Warp irgendwie zurücknutzen. Es ist alles... Es sind alles schlechte Wege, die ich hier gehe. Machen wir uns nichts vor. Es ist... Alles kompletter Mist. Boah, kann Klepto einfach mal sein scheiß Fressbrett halten? Boah, hau ab. Was war das? Hat mir Klepto jetzt die Mütze weggenommen oder nicht? Kann man sich bitte mal entscheiden oder nicht? Ach, keine Ahnung. Der ist halt wirklich übelst penetrant. Dämlicher Vogel. So. Das müsste die Wubiwaba-Wüste gewesen sein. Und ihr wisst jetzt alle, was für ein Level als nächstes kommt. Es ist... Ich schaue mir nochmal an, ob ich alle wirklich habe. Lava-Lagune, alles, 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 alles. Okay. Die wilde Wasserwerft. Ich habe gar keine Lust auf die wilde Wasserwerft. Er hat zwar eine super Mucke, ne, aber... Boah.
Ich will ein bisschen schneller schwimmen können. Beziehungsweise, wenn ich... Wahrscheinlich wäre es gar nicht mal so schlimm, wenn ich das Timing vom Schwimmen raus hätte, aber... Naja, es ist unerträglich. Die beste Schwimmsteuerung hat immer noch Spyro. Weil er einfach Quadrat drücken kann und dann... Dann schwimmt er los, aber mit einer Geschwindigkeit, die... Unrealistisch ist, aber die einfach Spaß macht, weil... Es ist schnell genug. Oh mein Gott. Ach stimmt, jetzt gibt's auch den Rochen. Also klar, den Rochen gab's auch im Original, aber... Der Rochen, den können wir direkt mal machen. Einmal durch die Ringe schwimmen. Ich würde auch gerne mal durch die Ringe schwimmen. Die sind aber in einem sehr kurzen Abstand. Ich musste jetzt aber nicht 6 nehmen, oder? Ich musste schon 5 Ringe durchqueren. Okay. Was halt jetzt noch fehlt, sind die... wie heißen sie denn? Die Truhen da unter Wasser. Ist ja auch nicht allzu ein langes Level, ne? Kann man machen. Kann man mal machen. Schätze der Strömung. Chests in the Current, ne? So hieß es im Englischen. Die Reihenfolge, keine Ahnung. Das war der letzte. Am besten nicht in den Tornado rein, in die Strömung. Werden wir hier angezogen? Was? Okay, man wird angezogen, aber es dauert ewig. Es dauert zwar ewig, aber was soll's. So, die Reihenfolge. Wie war die denn nochmal? Ich glaube, nee, die hier nicht, oder? Oder ist hier vielleicht sogar eine Truhe weniger? Es waren 4 Truhen. Ich weiß, dass es 4 Truhen waren. Aber anscheinend sind es hier nur 3. Das ist irgendwie schon ein bisschen below hier. Oder auch ein bisschen lame. So. Sushi! Jeder mag den Sushi. Das haben sich die Entwickler dabei gedacht, als sie den Hai erfunden haben. Also klar, die Japaner haben jetzt nicht unbedingt den Hai erfunden, aber... Ne, diesen Hai. Den hier Hai als Gegner, den Sushi. Den Sushi. Sushi Omaru. Schweiß und rote Münzen. Ah ne, weiße, wenn man schon so schön im Wasser ist, dann ist es vielleicht doch ein bisschen schwieriger, unter Wasser zu schwitzen, denke ich mal. Bestimmt nicht unmöglich. Ja, wobei, das ganze Salz könnte die Poren verstopfen und so weiter, aber ist ja genug Wasser hier. Ist so eine Frage, kann man unter Wasser schwitzen? Möchtest du unter Wasser schwimmen können? Die wollen jetzt, dass ich die roten Münze mache. Ja, das ist ja genau das, was da steht, ne? Schön herausgefunden. Okay, die Frage ist, wie kann ich schnell an Wario kommen, ohne gleich... ...was anderes machen zu müssen. Okay, das ist der letzte Stern für heute, weil danach ist... ...Schicht im Schacht. Das ist eigentlich gar keine Begründung, das ist schlecht begründet. Und komm, letzte. Yes. Und hierfür brauchen wir Wario. Ich würde ganz gerne jetzt auch die Kappe von dem kriegen. Komm schon! Gott im Himmel, ey! Brauchst dich nicht so anstellen. Ach, Wario ist so fett einfach. Ich glaube, der stirbt, bevor er oben ankommt. Hallo, schwimm ein bisschen schneller. Du weißt, dass du ertrinkst. Boah, Junge! Ach, erstmal ganz entspannt. Wir brauchen keine Panik haben, nee. Soll man ja auch nicht, wenn man ertrinkt. Vor allem, wenn man nicht schwimmen kann oder so. So wie Wario. Der ist ja im Grunde nur ein Stein, der auf dem Boden sinkt. So.
Und mit 100 Sternen verabschiede ich mich an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge von Super Mario 64 DS. Danke fürs Zuschauen.